Okay, Leute. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit, einen Automaten zu restaurieren und bin deshalb tief ins Lager gestiegen und habe diese Kiste hier nach vorne gezogen und sie jetzt hier in die Werkstatt gebracht. Und wie man erkennen kann, sind sowohl Bezel als auch Marquis bereits entfernt. Der Monitor ist auch draußen und falls ihr noch nicht erkannt habt, um welches Gerät es sich hier handelt, schaut euch mal das Control Panel an, das ziemlich verrostet ist. Und wem das noch immer nichts sagt, dann ist hier der ultimative Tipp. Jawohl, Asteroids von Atari aus dem Jahr 1979. Jetzt wollen wir uns die Kiste mal etwas genauer anschauen. Super Ace Electro Arcade. Fangen wir mal an den Seiten an. Die sind eigentlich noch in sehr, sehr gutem Zustand. Da muss nicht großartig was gemacht werden, außer sauber gemacht. Problem, das man immer wieder hat bei solchen Kisten, sieht man natürlich hier die Ecke hinten. Ist also total ausgebrochen. Die muss also neu rekonstruiert werden. Auf der anderen Seite ähnliches Bild. Auch da sind die Seiten noch in recht gutem Zustand. Die rechte Seite ist ein bisschen schlechter als die linke. Hier so ein paar Macken. Hier zum Beispiel so ein tiefer Kratzer drin. Da zieht sich einer rüber. Mal gucken, wie wir das gefixt bekommen. Und wie auf der linken Seite haben wir hinten auch diese ausgebrochene Ecke. Das ist eigentlich kein großer Act. Das kriegt man mit Bondo, mit Woodfiller wieder hin, aber es hat doch etwas Arbeit. So, das waren die Seiten. Vorne haben wir schon gesehen, das Control Panel. Ja, Himmel hilf, es ist sehr verrostet. Da machen wir auch nicht lange rum. Das wird ersetzt. Und zwar habe ich hier schon einen Repro aus den USA hier. Und das nehmen wir dann einfach. Das hier fliegt raus. Bisschen Sorgen bereitet mir die Front. Das sieht momentan nur dreckig aus. Problem ist allerdings, dass hier dieses Laminat, dass sich das schon ablöst. Also auf der ganzen Seite, auf der ganzen Breite geht das quasi weg. Und das müssen wir komplett ersetzen. Dann haben wir hier an der Coin Door, da sind noch diese Sicherheitshalter drin. Da war so eine Security Bar, die war hier durch. Oder war hier befestigt, damit man nicht die Coin Door einfach öffnen konnte. Die Security Bar ist weg, aber diese Bolzen, diese Halterungen, die sind halt noch da. Aber die kriegen wir weg. Dann müssen wir sowieso die Front ersetzen. Und dann sieht man das auch überhaupt nicht mehr. Ansonsten insgesamt würde ich sagen, ein sehr solides Cap, solider Zustand. Und das sollte nicht allzu viel Arbeit uns abverlangen. Gut, das erste, was ich immer mache, wenn ich einen Automaten bekomme, ist den etwas mobiler machen. Das heißt, meistens sind die Leglevelers weg oder die Rollen sind weg. Deswegen werden wir jetzt hier unter den Automaten, man sieht es, der steht direkt quasi auf dem Boden, werden wir ein paar neue Leglevelers machen, damit wir den gut rumschieben können. Das ist der erste Schritt. So, damit wir das mit den Leglevelers machen können, müssen wir den Automaten aber jetzt allerdings erstmal auf den Rücken legen. Liegt wunderbar. Hier ist der Automat von unten und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass hier im Prinzip schon Leglevelers dran sind. Allerdings sind die so klein, winzig aus Metall und schon abgeschabt, teilweise auch ziemlich verrostet. Ja, hier zum Beispiel, dass uns das später den Boden nur kaputt machen würde. Die müssen wir jetzt als erstes entfernen und dann können wir sie durch neue ersetzen. Also raus mit den Dingern. So, die große Frage ist, wie kriegen wir die Dinger raus? Die sind anscheinend irgendwie rein genietet.
kann man nicht einfach rausdrehen. Ich versuche das mal mit so einem Stemmbeitel, ob man die rausstemmen kann irgendwie, sich da was tut. Das ist der erste Versuch. Habe ich noch nie gehabt, solche Dinger. Meistens sind die einfach zum Schrauben. Okay. So, das ist mal abgefallen jetzt hier. Und das sieht doch aus, als wäre das irgendwie ein Schraubgewinde. Vielleicht muss ich da von innen hinkommen. Ja, machen wir erstmal die anderen ab und dann stellen wir die Kiste mal wieder auf. Stellen wir die Kiste mal wieder hier senkrecht und gucken von innen rein. Okay, kurzes Update. Als ich das auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite versucht habe, ist mir das ganze Ding hier entgegengekommen und wie man sieht, ist es also doch, so wie ich es kannte, im Prinzip ein Schraubgewinde. Allerdings so fest gerostet in diesen Krallen, dass es unmöglich ist, das zu bewegen. Das Beste wird jetzt sein, dass wir auch auf der anderen Seite einfach diese Nuss hier rausmachen, komplett rausmachen. Und dann eine neue, nicht verrostete, ein bisschen hier flicken, da wo das Holz ausgebrochen ist, eine neue rein. Und dann kann man dann die Leg-Levelers wieder reinschrauben. Okay, das ist der Plan. So machen wir es jetzt. Gehen wir nochmal zu der ersten Seite zurück. Und da schauen wir jetzt mal, dass wir das hier rauskriegen, ohne möglichst viel Holz zu zerstören. Alte, zusammengerostete Zeug. So, here we go. Okay, und da haben wir dieses Ding, auch wie man sieht, total verrostet. Eigentlich nicht mehr wieder zu verwenden. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, den wir gehen können. Ist ein bisschen ausgebrochen, aber noch vollkommen im Rahmen. Bisschen Woodfiller, bisschen Leim, neue Nuss rein und gut ist. So, hier sind die Ersatz-Leg-Leveler. Sind leider nicht die ich normalerweise immer verwende. Eigentlich habe ich die hier immer. Das sind sogenannte Teflon-Leg-Levelers. Davon hatte ich mal bestimmt 100 Stück. Leider ist das der einzige, der noch übrig ist. Und der hat hier leider auch schon einen Defekt, wie man sieht. Könnte man theoretisch noch verwenden, aber bestimmt auch die Gefahr, dass er den Boden verkratzt. Der Vorteil von diesen Dingern ist, dass man die Automaten, wenn man diese Teflon Leg Leveler installiert hat, mit einer unglaublichen Leichtigkeit hin und her bewegen kann. Also da kommt echt wirklich nichts dran. Und bei den Metalldingern hier, abgesehen davon, dass die einfach nicht so gut gleiten, hast du echt das Problem, dass das Metall, sobald da irgendwie ein kleiner Riss oder sowas reinkommt oder Dreck drunter kommt, dann hinterlässt er echt tiefe Macken im Boden. Ich werde die jetzt installieren, werde allerdings hier noch so einen Schutz draufkleben, so dass bis hier neue Teflon Leg Levelers da sind, so dass hier auch nichts passiert mit dem Untergrund, wo der Automat hin und her geschoben wird. Okay, jetzt wollen wir die Dinger aber einmal installieren. So, und bevor ich das später vergesse zu zeigen, das sind die Dinger, die drunter kommen. Die sind noch Reste von IKEA-Möbeln. Ist immer ganz gut, sowas aufzuheben. Und die können im Endeffekt dann einfach hier draufgeklebt werden. Passen ziemlich perfekt von der Größe her. So. Und dann ist der Boden da, oder sollte der Boden dann doch recht gut geschützt sein. Ja, geht eigentlich vom Hin- und Her bewegen. Gut, also jetzt bringen wir das, hier sind die Nuts, in die später die Leg-Levelers geschraubt werden. Und die wollen wir jetzt einfach mal anbringen. So, was ich jetzt machen könnte, ist diese Nuss hier einfach in die alte Aussparung einsetzen. Und das würde auch, vielleicht noch ein bisschen Leim, würde auch einigermaßen heben. Allerdings haben wir hier noch immer an der Stelle, wo das Holz etwas ausgebrochen ist, und das hier vielleicht auch noch ein bisschen entfernen,
Da ist eine gewisse fehlende Stabilität, möchte ich so nicht lassen, weil da stehen ja schließlich irgendwie 120 Kilo später auf diesen Leg Levelers, auch wenn die hin und her geschoben werden, besteht die Gefahr, dass die wieder ausbrechen. Und deshalb wollen wir schauen, dass wir das hier erst ein bisschen auffüllen und dann die quasi neu reinmachen. Zum Auffüllen habe ich hier im Prinzip so eine Füllspachtel, die wird angemischt mit einem Härter. Dann hat man 3-4 Minuten Zeit, das Zeug aufzutragen. Und zum Auftragen verwende ich immer diese Sticks hier. Die gibt es bei McDonald's, sind quasi die Kaffeeumrührer. Und ja, die kann man sich da kostenlos mitnehmen. Ich liebe es. Wunderbar. Also wollen wir jetzt mal unser Zeug anmischen und dann das entsprechende Loch hier auffüllen und die Nuss einsetzen. Gut, müssen wir das als erstes mal anmischen. Da ist noch so ein alter Füller drin. Ich glaube, da bringe ich nichts mehr raus. Ich habe mal Handschuhe angezogen, damit ich den ganzen Bug nicht an den Händen habe. Also, machen wir erstmal die Dose hier auf. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Also, das ist diese Masse. Und nehmen wir jetzt mal ein wenig was raus. Okay, jetzt kommt dieser Härter dazu. Da müssen wir dann müssen wir recht schnell sein mit dem Auftragen. Wie gesagt, 3-4 Minuten, je nachdem wie viel Härter wir drauf tun. Da ist auch fast nichts mehr drin. Kann man auch nachkaufen, glücklicherweise. Oh Leute, upsala. So, schnell durchmischen. Es sollte im Endeffekt so einen zartrosa Touch haben. Das ist jetzt am Ende wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Es wird recht schnell anziehen. Können jetzt natürlich nochmal von der Spachtelmasse was nachgeben, aber das wird schon funktionieren. Wie gesagt, jetzt tragen wir das gut durchmischen und dann schnell auftragen. Suchen wir erstmal die Löcher hier zu füllen. Abschleifen kann man das später dann auch noch. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Und dann nehmen wir jetzt die Nuss hier und bringen die genau so an. Andere Position als vorher. Ja, und dann lassen wir das jetzt trocknen. Dauert ein paar Minuten. Und dann sollte das eigentlich schön fest sein. So, ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt wollen wir das mal wieder komplett glatt schleifen. Das machen wir mit so einem Winkelschleifer hier. Saugen das auch gleich ab, damit wir keine Sauerei hier in die Werkstatt kriegen. Ja, fangen wir einfach mal an. Gut, hier könnte man noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber das muss nicht zwangsweise sein. Das Ding ist fest. Können wir mal kurz einen Leg-Leveler reinschrauben. So. Wunderbar. Da bewegt sich also nichts mehr fest drin. Ein voller Erfolg, würde ich sagen. Machen wir die anderen Seiten auch noch fertig. Und dann können wir die Kiste wieder aufstellen. So, soweit so gut. Alle vier Seiten sind fertig. Jetzt können wir die Leg Levelers anbringen. Ich habe blöderweise von diesen weißen hier nur noch zwei Stück gehabt und deshalb so behelfsmäßig einen anderen Gleiter draufgeklebt. Die werden aber über kurz oder lang, wie ich ja gestern bereits erwähnte oder beim letzten Mal, werden die durch diese Teflon Leg Levelers ersetzt. Was wir noch anbringen werden, sind hier so Schrauben. Damit man die Leg Levelers dann, wenn man sie in der richtigen Höhe eingestellt hat, dann auch perfekt fixieren kann. Also was sich zum Beispiel, wenn sie so weit draußen stehen, dass sie nicht weiter rein oder rausgeschraubt werden können. Die bringen wir jetzt auch einfach mal an. Also, so schaut es aus. Da ist diese Schraube, die ich gerade zeigte, die den Abstand hält.
Und wenn ich das also weiter raus haben möchte, schraube ich jetzt ein Stückchen raus und kann dann die Schraube entsprechend nach oben variieren. Das ist so dieser Grundgedanke dahinter. Aber wir lassen es momentan einfach mal ganz unten und stellen es dann später ein. Okay, Haken dran. So, bevor wir den Automaten aber wieder aufstellen, nutzen wir die Gunst der Stunde, dass wir ihn quasi auf der Front liegen haben, um hier mal noch von innen ein paar Sachen zu entfernen. Und zwar erinnert ihr euch, dass wir diese Bügel für die Security Bar hatten. Und die sind hier innen eben mit so Schrauben befestigt. Hier zwei. Die können wir schon mal rausmachen. Und wenn wir schon da sind oder soweit sind, dann können wir auch gleichzeitig die ganze Coin Door rausmachen. Die möchte ich eigentlich auch neu Pulver beschichten lassen. Da ist ein bisschen Rost dran. Und dann haben wir das auch schon weg. Okay, also mal die Schrauben raus, Coin Door raus. Und dann können wir den Automaten wieder aufstellen. Gut, dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Dinger hier rauskriegen. Das soll es schon gewesen sein. Nummer 1 ist schon automatisch rausgefallen. Und Nummer 2 auch. Perfekt. Machen gleich noch die Coin Door. Wird immer durch so auch so Bügel hier quasi am Fleck gehalten. Einfach ein paar Schrauben, die wir lösen müssen, und dann passt das. Und ganz wichtig, Verbindung, Stromverbindung auch noch kappen. Jo. Zack, und draußen ist sie. Okay, geschafft, und jetzt können wir den Automaten quasi wieder aufstellen. Gut, dann also hoch mit der Kiste. Oh Gott, das war die Münztür. Nächstes Panel. Alles klar. So, es ist ganz wichtig bei dem Hobby, dass man den Überblick nicht verliert, gerade wenn man Automaten auseinanderbaut, dann bleiben doch immer eine ganze Menge Teile, da fallen doch immer eine ganze Menge Teile an, also gerade bei der Coin Door, also ganz viele Schrauben, Muttern und so ein Zeug, und deswegen habe ich immer so kleine Tütchen, wie die hier, und da kommen dann, tue ich dann die entsprechenden Teile, wie jetzt hier diese Halterung von der Coin Door, die tue ich dann einfach rein. Kleiner Zettel noch dazu, und dann weiß ich genau, Halterungen, Asteroids, Coin Door, zack, beiseite gelegt, und findet man später sehr, sehr schnell wieder. Jetzt wollen wir aber mal, also das dazu, jetzt bauen wir noch diese Coin Door ganz schnell auseinander. So, damit wir überhaupt mal an die einzelnen Teile rankommen richtig, müssen wir als allererstes das Schloss ausbauen. Schlüssel ist leider nicht mehr vorhanden. Das wird dann später durch ein anderes Schloss ersetzt werden. Wir heben es aber trotzdem mal auf, für den Fall, dass der Schlüssel doch irgendwie auftauchen sollte. Für diese Befestigung habe ich hier so ein großes Werkzeug. Das Schloss draußen, wie gesagt, bauen wir erstmal wieder grob zusammen. Und mal schauen, ob wir damit vielleicht noch was anfangen können später. Okay, aber auch beiseite. Jetzt, wo das Schloss draußen ist, lässt sich diese Coin Door öffnen. Und damit wir quasi die Front von dem Rahmen lösen können, sind hier vier so kleine Schrauben, ein bisschen näher ran, die wir entfernen müssen. So, und das war's schon. Und voilà. Rahmen ist quasi getrennt. Und da, ja, man sieht hier im Prinzip die Abschabungen schon abgeschlagen. An manchen Stellen auch Rost. Also der kommt zum Pulverbeschichter.
So, was jetzt noch zu tun gibt, ist diese goldenen Teile von der Front, von der silbernen Front lösen. Und ist eigentlich auch relativ simpel. Hier sind so ganz kleine Schrauben, die wir einfach wegmachen müssen. Und dann sollte das mehr oder weniger rauskommen. Come off, wie man sagt. Gut, hier ist es schon lose. Das war eigentlich nur so reingesteckt. Und sollte das jetzt auch abgehen. Wunderbar. Jetzt hier die Kabel sind festgeklipst. Müssen wir leider abschneiden und nachher aber einfach wieder mit einem neuen Kabelbinder festmachen. Aufpassen hier, dass man nicht die Kabel durchschneidet. Das wäre ärgerlich. Ganz vorsichtig. Ja, ganz schön anstrengend, gell? So. Wenn man es überhastet macht, dann kann man das natürlich auch durchschneiden. Und das wäre natürlich bescheiden. Müssen wir wieder zusammenlöten irgendwie. So, Nummer 1. Haben wir hier hinten noch einen. Machen wir auch gleich. Na, come on. Ah. So, dele. Okay. Und jetzt haben wir noch 4 Schrauben hier drüben. Dann sollte es das gewesen sein. 1, 2. Dann, wenn man es dann rausnimmt, die Teile, dann sollte man vielleicht aufpassen, dass nicht gleich alles in seine Einzelteile zerfällt. Da sind nämlich auch Federn und so ein Schnickschnack mit drin. Deswegen versuchen, es möglichst in seiner Gänze erstmal beiseite zu tun. So, dele. Diese Platte hier geht auch einfach so weg. Ja, und dann können wir jetzt einfach kurz hochheben. So, das ist diese Front, die ist hier, ich denke, das sieht man auch ganz gut, ziemlich angerostet, lässt sich auch recht schwer bewegen nur noch, auch die wird sandgestrahlt und dann pulverbeschichtet. Ja, und dann haben wir noch die kleinen Teile, die Coin Return Cups, also wo die Münzen quasi dann wieder rauskommen. Und hier schließlich noch der Münzeinwurf selbst. Mal gucken, was wir mit denen machen. Auch die werden natürlich erstmal sauber gemacht. Wahrscheinlich lassen wir die auch Pulver beschichten, weil wir sprühen sie im Endeffekt selbst. So, dann ist die Coin Door fertig auseinandergebaut. So, und da haben wir jetzt die einzelnen Teile der Coin Door einfach mal in einen Karton weggepackt. Hier sind die ganzen Tütchen mit den einzelnen Teilen. Und wenn die Coin-Door dann wieder vom Pulverbeschichter zurückkommt, können wir das ganz easy wieder einfach alles einbauen. Kurzer Blick auf den Coin-Counter, wenn wir ihn schon draußen haben. 44.610 Plays. Das scheint mir nicht allzu viel zu sein. So, wie ihr seht, habe ich das Gerät wieder aufgestellt. Die Münztür ist draußen. Auch diese Halter für den Sicherheitsbügel sind draußen und jetzt können wir dann demnächst, wenn wir ans Gehäuse gehen, die ganze Front, das ganze Laminat hier runter machen und das später neu zu machen. Bevor wir uns um das Gehäuse kümmern können,
wollen wir noch zwei Sachen machen. Das erste ist das Control Panel runter. Dazu klappt man das einfach mal auf. So. Und festgehalten wird es hier, hoffe man sieht es, durch 1, 2 und da drüben noch eine, 3 Schrauben. Und die entfernen wir jetzt einfach mal. Als erstes müssen wir noch den Stecker von dem Panel lösen. Ah, geht sogar mit einer Hand. So, und dann können wir jetzt anfangen. Schließlich noch die in der Mitte. Die dürfen wir später nicht vergessen, hier den Ground Wire, die Erdung, auch wieder anzubringen. So, und jetzt sollten wir das einfach nach vorne wechseln. Voilà. Und weg ist das Panel. So, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir hier diese beiden Auflagen fürs Control Panel auch wegmachen. Die sind hier mit 3 Schrauben fixiert, wovon 2 schon sehr rostig sind. Die werden wir auch ersetzen durch neue Schrauben. Diesen rostigen Mist, den brauchen wir nicht. So, eieiei. Schau dich mal an, was da für ein Dreck drunter ist. Okay, andere Seite. Raus. Wie man sieht, die Schrauben sind draußen und das Ding hält trotzdem. Ja, wegen des ganzen Drecks, der da hinter ist. So. Okay. Gut. Legen wir auch beiseite die Teile. So, was wir jetzt noch machen wollen, ist das Control Panel selbst auseinanderbauen. Wie gesagt, das Blech, das wird später ersetzt durch ein Repro. Und aber was wir verwenden können, sind natürlich das ganze Wiring. Die Buttons werden ersetzt werden, aber nichtsdestotrotz hier diese Switches, Leaf Switches, die können wir natürlich noch verwenden. Und das Brett natürlich auch. Also um das Ganze runterzukriegen, haben wir hier 2 Schrauben, die wir lösen. Na, so nett. Ja, die ist so verrostet, dass wir die natürlich auch durch eine neue ersetzen werden. Ich denke, da wird man eine kürzere nehmen. So, jetzt geht es aber noch nicht runter, weil das Ganze durch diese Buttons im Prinzip noch an Ort und Stelle gehalten wird. Die sehen auch schon sehr verrostet aus. Gucken mal, wie wir die runterbringen. Halten wir auch mal dagegen. Aber, eieiei, jetzt. So. Also da sieht man diese Vertiefung. Und ja, auch der sitzt nicht zentral, sodass man quasi mit der Zange da gar nicht hinkommt an die Stelle. Deswegen gucken wir, dass wir eine gute Position finden. So. Und die Knöpfe, die fallen jetzt, wie man sieht, quasi schon von selbst raus. So, mal wieder raus. Okay, die Dinger sind so dreckig. Mal gucken, ob wir die wiederverwenden können. Auch hier sieht man natürlich, dass die vollkommen verrostet sind, die Teile. Ja, aber eine Nacht im Rostbad und entsprechendes Reinigungsmittel solltet ihr wieder recht gut sauber kriegen. Wenn nicht, werden wir die ersetzen. Also, 5 Buttons, die tun wir beiseite. Und jetzt haben wir ja, die Schrauben auch weg natürlich. So, jetzt haben wir noch eine Sache, die wir rauskriegen müssen. Und zwar sind das diese hier, diese Cone Buttons. Die sind übrigens sehr gesucht. Oh, man sieht, die sind auch recht fest gefressen. Und ich hoffe, dass wir die irgendwie drehen können. Die haben ein Gewinde innen und die
werden eigentlich drauf gedreht. Der geht. So. Na komm. Nummer 1. Und dann kann man den so durchdrücken. So, so sehen die Dinger aus. Da ist das Gewinde innen drin. Okay. Und jetzt last. Oh, but not least. So, gerade hat er sich gelockert und jetzt sollte der eigentlich runterkommen. Ah, et voilà. Fertig. So, dieses Panel selbst werde ich nicht mehr benötigen. Das zum Wegschmeißen wäre es aber zu schade. Es gibt Leute, entweder die verwenden sogar das, weil sie sagen, oh, das ist ja original und mein Automat, der braucht diese Battle Scars von damals. Immerhin ist das Spiel 79, 89, 99, 9, also quasi 37 Jahre alt. Das ist ganz schön alt. Wenn man darüber nachdenkt, Himmelhilfe. Okay, man sieht auch hier wunderbar noch die Originalfarben. Aber ich denke, wenn man da drüber geht mit einem Magic Eraser oder sowas, kriegt man das wieder recht sauber, aber der Rost bleibt halt da, ja. Also, das kann man entweder so nehmen oder man lässt das Pulver beschichten und macht einfach einen Aufkleber drauf. Ja, es sind verschiedene Möglichkeiten. Also, wer das haben möchte, das gibt es for free. Tun wir mal beiseite. Und dann haben wir hier ja, das Brett selbst. Ja, da wird man gar nicht viel machen. Vielleicht hier diese Leaf Switches mal sauber. Die schmirgelt man ein bisschen ab. Nochmal richtig biegen. Weil, also jetzt gerade auch durch die Aktion mit dem Rausfriemel da mit der Rohrzange. Ein bisschen verbogen. Macht aber nichts. Das kriegt man dann doch wieder ganz gut hin. Also das lassen wir einfach so und schrauben das später auf das neue Panel. Gut, Operation Control Panel completed. So, ich habe vorhin gesagt, dass noch zwei Dinge zu tun gibt, bevor wir uns um das Gehäuse selbst kümmern können. Das eine war das Panel und die zweite und damit auch letzte Sache ist ganz unten im Gehäuse, nämlich das Power Supply, das Netzteil. Das Teil hier ist schwer, es ist dreckig, es stört und deswegen bauen wir das Netzteil jetzt einfach mal aus. Das sollte relativ schnell gehen. Es sind an der Seite ein paar Schrauben, die es zu lösen gilt. Ein paar Steckverbindungen, die wir einfach rausziehen können. Und dann sollten wir schon fertig sein damit. Also, Ausbau, Netzteil jetzt. Ja, dann fangen wir mal an. Beginnen wir einfach mit den Steckverbindungen. Einige, die es zu lösen gibt. Nummer 1. Was haben wir hier? 2. Dann haben wir hier noch eine. Na komm. Mag nicht so recht. 3. Und da ist die letzte, 4. Da müssen wir uns auch wieder merken, dass hier ein paar Ground Wires die Erdung hinführt, dass wir das später nicht vergessen. Ja, und jetzt sollten eigentlich nur noch die Schrauben raus. Und dann sollte es das schon gewesen sein. Mal schnell den Schraubenzieher holen. Gut, zurück mit Schraubenzieher. Das machen wir einfach von Hand. Die werden auch keinen Kilometer lang sein, die Schrauben. Und raus damit. Okay, Verbindungen sind gezogen. Dann sollte das Ding sich doch bewegen lassen. Ja, auch immer schön zu sehen, wie sauber es unten drunter ist, verglichen mit dem anderen Holz. Ja, da wissen wir später zumindest wieder genau, wo es hinkommt. Nee, wir machen den ganzen Boden später sauber. Und
Ja, soll ja alles ordentlich sein hier, ne? Gut. Netzteil, check. Und hier hinten in der Ecke habe ich jetzt einfach mal die Sachen beiseite gestellt, die wir ausgebaut haben und um die wir uns später kümmern werden. Netzteil, Coin Door und schließlich noch das Control Panel. Lassen wir jetzt einfach da mal stehen, weil es jetzt weitergeht mit dem Gehäuse. Und da kommt eine Katze. Nuki. Und weg ist sie. Gut, eine Sache ist mir noch eingefallen, die ich machen möchte, bevor wir das Gehäuse umlegen. Also wenn man sich hier quasi den oberen Teil des Automaten anschaut, dann sieht man, wie saudreckig das ist. Und das machen wir jetzt einfach mal sauber. Und es geht ja so nicht. Naja, also, sauber machen ist angesagt. Und vor vielen Jahren, als ich mit dem Hobby angefangen habe, hat mir damals jemand folgendes Produkt zum Saubermachen empfohlen. Es soll jetzt keine Werbung sein, aber es ist Zekol Küchenreiniger. Den gibt es beim Aldi. Ja, und sollte ich auch mal wieder nachlegen. Ich glaube, ich mit mein vorletzter, kommt gar nicht mehr so viel raus. Das Zeug riecht nicht so dolle, aber es reinigt wahnsinnig gut. Und ja, draufsprühen, einwirken lassen, Küchentuch, fertig. Ui, da geht ja nichts mehr. Kläglichen Rest habe ich noch in einer anderen Flasche. So, back with Küchenrolle. Kitchen Roll ist mit Sicherheit falsch. Guck mal, was da jetzt so an Schmutz in der ersten Schicht schon runtergeht. Mal gucken, das müssen wir mit Sicherheit nochmal einsprühen. Uiuiui, wo ist denn hier der Anfang von dieser blöden Rolle? Here we go. So, also man sieht schon, was da runterkommt. Achtung! Tüte! Uah, schwarz! Unglaublich! Was für ein Schmodder, ey! Schmutz! Zigaretten! Naja, fast 40 Jahre, ne? Okay. So, wie gesagt, eine andere Flasche, habe noch eine zweite, aber da ist auch nicht wirklich viel mehr drin. Mal gucken, ob wir da noch was rauskriegen. Ich brauche neues Zekol. Das Problem ist, das ist im Prinzip kein dauerhaftes Produkt, sondern es gibt es immer wieder nur von Zeit zu Zeit. Deswegen, wenn das im Angebot ist, sofort bevorraten, ganz viel holen. Ja, also zweiter, Second Run. Sieht schon ganz Tick besser aus. Nicht mehr ganz so dreckig. Machen wir mal richtig sauber. Ja, okay. Ich denke, das ist okay. Gut, dann können wir jetzt umlegen. Thank you.